Jetzt ist es endlich soweit. Sie sitzen auf meinem Sofa. Herzlich willkommen, Touché. Hallo. Hallo, ihr seid ausgeschlafen und wach und munter. Aber sicher. Hallo. Immer. Man hat ja eine ganze Weile von euch nichts gehört und jetzt sitzt ihr hier auf meinem Sofa. Warum wart ihr eigentlich so lange verschwunden? Ach, wir haben eigentlich so eine kleine Kreativpause gemacht. Wir waren ja 3 Jahre lang fast unterwegs im Stück und bis auf wenige Tage Urlaub. Und haben dann bei der Plattenfirma mal ein bisschen Urlaub angemeldet. Und es hat sich ja bei uns auch ein bisschen was verändert. Wir sind ein weniger, wie unschwer zu erkennen ist. Und, stimmt, ihr wart 5. Richtig. Und haben uns halt auch Gedanken gemacht, okay, wie soll es weitergehen, auch im musikalischen Bereich. Und da brauchten wir halt diese Zeit. Und ihr seid jetzt im Moment ganz fleißig? Wir sind fleißig, wir waren fleißig und wir werden fleißig bleiben. Also wir waren ja im Studio, haben die neue Single aufgenommen, die jetzt mittlerweile draußen ist. Wir haben eine LP aufgenommen, die wird Ende Januar, Anfang Februar erscheinen. Wir sind die ganze Zeit unterwegs gewesen, haben Auftritte gemacht, haben viele Fernsehsachen gemacht und haben eigentlich selten mal Zeit gehabt, irgendwo durchzuatmen. Und jetzt sitzen wir hier auf deiner Couch. Man kann dann wieder in Zukunft ganz viel von euch hören und sehen. Da werden sich wahrscheinlich auch die Fans freuen. Ne? Was haben die eigentlich zu der Pause gesagt, dass ihr so lange weg wart? Ach, die haben eigentlich, und das ist eigentlich sehr erfreulich, die haben eigentlich gut zu uns gehalten. Ich bin auch öfter mal dann so auf unserer Homepage gewesen und habe da im Gästebuch nachgeguckt, was die so schreiben. Und die haben eigentlich alle eifrig gewartet, dass da was kommt und haben alle zu uns gehalten. Und auch nach dem Ausstieg von K. Ausstieg, habe ich gesagt. Von K. Kam eigentlich nur positive Resonanzen und es ging alles sehr gut weiter. Tja, was ihr alles schon gemacht habt, wir haben da so ein kleines Filmchen zusammengeschnitten und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Hier kommt die Touché History. Anno 1996, 5 engagierte Jungs tun sich zusammen und gründen Touché. Unter der Regie von Hitmacher Dieter Bohlen bringen Glenn, Karin, Martin, Alex und Dennis 1997 ihren ersten Hit heraus, I Can't Get No Sleep. Es war so, dass wir mehrere Titel erstmal eingesungen hatten, dann hatten wir uns, dann wurden die so ein bisschen schon angemixt sozusagen und dass man schon den Sound hören kann und dann hatten wir entschieden, der Titel ist es vielleicht. Das ist genau. Mit einem neuen Sound, dass da ist jetzt auch eine E-Gitarre drin in dem Titel und so, dass das halt so, dass wir sagen, Mensch, mit dem Titel müssen wir starten, weil der Start ja noch ziemlich wichtig ist, denke ich mal. Nach ihrer zweiten Single I Want You Back, I Want Your Heart werden Touché noch im selben Jahr von den Bravo-Lesern zur zweitbeliebtesten Boyband gekürt und dafür mit dem silbernen Bravo-Otto ausgezeichnet. Die 5 sind total unterschiedlich. Alex ist der ruhige Pol der Band, Martin der Spaßvogel und Entertainer. Glenn gilt als Romantiker, sein Bruder Dennis ist das jüngste Mitglied und Karim der Frauenliebling und smarte Herzensbrecher. Also immer diese Frage, wovon unterscheidet ihr euch zu den anderen Boygroups? Wir sind eine Gruppe, wir wollen Musik machen, das ist das Wichtigste für uns. Wir wollen als Musiker angesehen werden. 1998 ist das Touché-Jahr. 3 Singles und ein Album bringen sie heraus, aber hinter den Kulissen fängt es an zu kriseln. Ende März 99, der Videodreh zu Kids in America endet im Desaster. Karim wird noch in Miami gefeuert. Ja, es war letztendlich so, dass wir sehr, sehr viele Probleme und Diskrepanzen mit Karim hatten, schon seit längerer Zeit. Und jetzt leider der Punkt gekommen ist, wo diese Sachen nicht mehr, oder wo diese Sachen dieser Gruppe hätten Schaden zufügen können. Es war, glaube ich, ein Tag vor dem 1. April und da klingelte bei mir das Telefon. Ein Freund von mir, der Fotograf von der Bravo, hatte angerufen, Karim, DPA-Meldung, die Gruppe hat sich getrennt von dir. Mir wurde wirklich das ein Stück aus dem Herzen rausgerissen. Das war Touché, was ich mit gegründet habe. Ich habe so viel wirklich für die Gruppe getan, aber ich sage mir auch, das kommt mir alles zugute für meine Zukunft. Nach einer Regenerationspause gehen Touché Mitte dieses Jahres wieder ins Studio. Diesmal nur noch zu viert. Mit Dinner in Heaven wollen die Jungs ihr Comeback versuchen. Seitdem Karim weg ist, hatten wir halt eine relativ große Pause. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir auch musikalisch vielleicht auch ein bisschen was anderes machen wollten und wollten noch mal ein bisschen ausspannen und einen Neustart halt versuchen. So, wir haben gerade in dem Einspieler auch eure neue Single gesehen. Da wollte ich ja noch mal was fragen. Seid ihr denn große Fans von Christina Aguilera? Es hört sich ja schon ein bisschen so an.
Dieter ein bisschen, glaube ich. Wie du weißt, sitzen wir ja da nicht an den Instrumenten und spielen die Sachen ein. Das macht ja dann alles Dieters Crew und Dieter ist wohl großer Fan. Kommen wir jetzt zu was anderem. Und zwar, du hast letztens für Bravo TV einen Extra moderiert. Das habe ich wohl. Genau, Bravo TV Screen Fun. Ja. Um Screen Fun ging es da. Und ich habe gehört, du machst nebenbei auch noch Moderation. Macht dir das Spaß? Ja. Würdest du sowas auch gerne weiter ausüben? Ja, auf jeden Fall. Musik? Also das ist ja eigentlich so durch den Zufall gekommen, dass ich diese Bravo Extra Geschichte gemacht habe, weil ich habe nochmal moderiert für die U 99, das war auch ein Bravo Extra. Und dadurch ist es irgendwie gekommen und habe ich mich natürlich super gefreut, dass sie gesagt haben, hey, das war gut, mach das einfach nochmal. Und habe jetzt einen Piloten aufgezeichnet, auch für RTL 2, der eigentlich Ende dieses Jahres gezeigt werden sollte. Es ist so eine, ja, das Ganze nennt sich Schaut. Kann man schwer beschreiben. Es ist also halt für Leute, die öffentlich ihrer Meinung Luft machen können. Und eine sehr, sehr witzige Geschichte. Mhm. Und das wird sich alles ein bisschen verzögern. Das wird also Anfang nächsten Jahres wohl gezeigt werden. Auf jeden Fall. Also wenn sich da was tut, bin ich auf jeden Fall immer gerne bereit. Mhm. Habt ihr auch so Ambitionen? Würdet ihr vielleicht neben der Musik oder wenn ihr mit der Musik meinetwegen Pause machen wollt, auch irgendwas anderes machen? Also, nee, also für mich kommt eigentlich nur Musik in Frage. Ich bin weder Schauspieler noch bin ich irgendwie Moderator. Ich würde mich andauernd versabbeln, irgendwelche vorgegebenen Texte zu erzählen. Das liegt mir nicht so. Und ich mache selber nebenbei zu Hause noch Musik und schreibe für andere Leute Songs. Und ich denke, da liegen eher so meine Ambitionen. Das heißt, bei euch in der Familie wird dann vielleicht auch Weihnachtsmusik gefeiert, wo wir bei Weihnachten wären, mit Weihnachtsmusik. Wie verbringt ihr Weihnachten, du zum Beispiel? Oh Gott, wie verbringe ich Weihnachten? Ganz im klassischen Sinne vom Weihnachtsbaum, ganze Familie versammelt und ja, Weihnachtsmusik halt hören, Bescherung und dann das übliche Programm. Wie sieht's mit Silvester aus? Es ist ja das Silvester dieses Bitte Jahr. Sag nicht das Wort, ja? Ich sag's nicht. Gut, sagen wir, das Jahrtausend geht irgendwann zu Ende. Aus der neuen wäre null. Oder? Werdet ihr Silvester auch ganz besonders und speziell feiern oder wenn eher ruhiger? Wenn wir Glück haben, dann treten wir in Barcelona auf. Da haben wir eine Anfrage für einen Auftritt und wenn das klappt, das wäre natürlich mal was anderes, mal was Cooles. Und ja, hoffen wir es. Dann drücke ich euch die Daumen. Ja, danke. Ja, Barcelona. Tja, wie komme ich jetzt von Barcelona?